Lebe das Leben, das du liebst. Liebe das Leben, das du lebst. Das Leben ist eine große Straße mit vielen Anzeichen dafür. Wenn du also durch die Spuren fährst, verkompliziere deinen Verstand nicht. Fliehe vor Hass, Unfug und Eifersucht. Begraben nicht deine Gedanken. Ich weiß, dass ich nicht perfekt bin und dass ich nicht behaupte, perfekt zu sein. Also bevor du mit dem Finger zeigst, vergewissere dich, dass deine Hände sauber sind. Wenn sie erstaunlich ist, wird sie nicht einfach sein. Wenn sie einfach ist, wird sie nicht erstaunlich sein. Wenn sie es wert ist, wirst du nicht aufgeben. Wenn du aufgibst, bist du nicht würdig. Die Wahrheit ist, jeder wird dir wehtun, du musst nur die finden, für die es sich lohnt zu leiden. Wenn du dich niederlässt und jeden Tag streitest, dann sprichst du Gebete zum Teufel, sage ich. Lebe für dich selbst, und du wirst vergeblich leben, lebe für andere, und du wirst wieder leben. Der größte Feigling eines Mannes ist es, die Liebe einer Frau zu erwecken, ohne die Absicht, sie zu lieben. Sie kann nicht die beliebteste oder hübscheste sein, aber wenn du sie liebst und sie dich zum Lächeln bringt, was zählt sonst noch? Die Winde, die uns manchmal etwas nehmen, das wir lieben, sind die gleichen, die uns etwas bringen, das wir zu lieben lernen. Deshalb sollten wir nicht über etwas weinen, das uns genommen wurde, sondern, ja, das lieben, was uns gegeben wurde. Denn was uns wirklich gehört, ist niemals für immer weg. Du sagst, du liebst Regen, aber du benutzt einen Regenschirm, um darunter zu laufen. Du sagst, du liebst die Sonne, aber du suchst Schutz, wenn sie scheint. Du sagst, du liebst Wind, aber wenn er kommt, schließt du deine Fenster. Deshalb habe ich Angst, wenn du sagst, du liebst mich. Nur weil du glücklich bist, heißt das nicht, dass der Tag perfekt ist, sondern dass du über seine Unvollkommenheiten hinaus gesehen hast. Die schönsten Dinge sind meist nicht perfekt, sie sind etwas Besonderes. Anfänge sind normalerweise beängstigend, und Enden sind normalerweise traurig, aber es ist alles dazwischen, was es lebenswert macht. Die Leute, die versucht haben, diese Welt schlechter zu machen, nehmen sich nicht den Tag frei. Warum sollte ich? Eine gute Sache an der Musik, wenn sie dich trifft, fühlst du keinen Schmerz. Steh auf, steh für deine Rechte ein. Steh auf, gib den Kampf nicht auf. Gewinne nicht die Welt und verliere nicht deine Seele, Weisheit ist besser als Silber oder Gold. Der Tag, an dem du aufhörst zu rennen, ist der Tag, an dem du das Rennen gewinnst. Du kannst einfach nicht auf diese negative Weise leben, mach Platz für den positiven Tag. Einige werden dich hassen, so tun, als ob sie dich jetzt lieben, und dann hinterher versuchen sie, dich zu eliminieren. Emanzipiert euch von mentaler Sklaverei. Niemand außer uns selbst kann unseren Geist befreien. Die schönsten Dinge sind meist nicht perfekt, sie sind etwas Besonderes. Die Wahrheit ist, dass jeder dir wehtun wird, du musst nur die finden, für die es sich lohnt zu leiden. Wahre Freunde sind wie Sterne, du kannst sie nur erkennen, wenn es um dich herum dunkel ist. Der Weg des Lebens ist steinig und du kannst auch stolpern, so dass, während du über mich redest, jemand anderes über dich urteilt. Du kannst nicht die richtigen Straßen finden, wenn die Straßen gepflastert sind. Wenn das Rennen schwer zu laufen wird, bedeutet das, dass du die Ruhe einfach nicht mehr ertragen kannst. Wenn Kater und Hund zusammenkommen können, warum können wir uns dann nicht lieben? Ich habe keine Bildung.
Ich habe Inspiration. Wenn ich gebildet wäre, wäre ich ein verdammter Dummkopf. Du sollst dich nicht niedergeschlagen fühlen wegen dem, was dir passieren kann. Ich meine, du sollst alles, was dir passiert, als eine Art Oberteil benutzen, nicht als Unterteil. Manche sagen, dass der große Gott, der vom Himmel kommt, alles wegnimmt und alle sich hochfühlen lässt, aber wenn du weißt, was das Leben wert ist, wirst du dann es auf der Erde suchen. Die Größe eines Menschen liegt nicht darin, wie viel Reichtum er erwirbt, sondern in seiner Integrität und seiner Fähigkeit, die Menschen um ihn herum positiv zu beeinflussen. Es ist dein eigenes Gewissen, das dich daran erinnern wird, dass es dein Herz ist und niemand anderes, der urteilen wird. Der Vorurteil ist eine Kette, sie kann dich halten. Wenn du Vorurteile hast, kannst du dich nicht bewegen. Du solltest Vorurteile für Jahre behalten. Damit kommst du nirgendwo hin. Du kannst manche Leute manchmal täuschen, aber du kannst nicht immer alle Leute täuschen. Lieber für die Freiheit kämpfend sterben, als ein Gefangener für alle Tage deines Lebens zu sein. Trau niemandem, dessen Gefühle sich mit der Zeit ändern. Vertraue Menschen, deren Gefühle gleich bleiben, auch wenn die Zeit sich ändert. Alles ist politisch. Ich werde nie ein Politiker sein oder auch nur politisch denken. Ich beschäftige mich nur mit dem Leben und der Natur. Das ist für mich das Größte. Du unterhältst Menschen, die zufrieden sind. Hungrige Menschen kann man nicht unterhalten. Oder Menschen, die Angst haben. Du kannst niemanden unterhalten, der kein Essen hat.